Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Teil Nummer 3 des Reviews der Rohema 5A und der Speedsticks. Und heute geht es mir um die Speedsticks und ich werde über diese Sticks heute mal ein bisschen sprechen und ich würde sagen, los geht es. Fangen wir doch erstmal mit der Besonderheit dieser Sticks an, und zwar wir haben hier eine Kuhle im Stock und jeweils hier zwei Rillen und hier zwei Rillen auf jeweils dieser Seite. Und diese Sticks, wie der Name schon sagt, sind dafür entwickelt worden, eine hohe Geschwindigkeit zu erzeugen. Und das Besondere ist dabei die Technik, mit der die Sticks gespielt werden sollen. Und zwar, man nimmt diese Sticks so in der Mitte in die Hand und spielt dann so ungefähr diese Sticks mit den Fingern. Das soll eine hohe Geschwindigkeit erzeugen, denn dafür sind sie schlussendlich entwickelt. Aber das Besondere ist, wenn man diese Funktion der Sticks zweckentfremdet und diese Sticks normal hält und den Daumen und Zeigefinger genau in der Kuhle hält, dann passiert was sehr Interessantes. Und zwar, man hat das Gefühl, sehr, sehr leichte Sticks in der Hand zu haben, die sich sehr wunderbar und gut spielen lassen, mit denen man sehr gut arbeiten kann. Und wenn man dann die Sticks normal hält und ein bisschen weiter weg, dann hat man wieder schwerere Sticks in der Hand. Das ist ein sehr interessantes Phänomen. Und ich muss ehrlich sagen, ich spiele diese Sticks in der Position, wo ich den Daumen und den Zeigefinger genau in der Kuhle habe, weil dann lassen sich diese Sticks wirklich hervorragend und großartig benutzen. Und das Schöne dabei ist, der Rebound der Sticks ist auch sehr gut, wobei ich sagen muss, ich benutze eher weniger den Rebound. Ich spiele mehr aus dem Handgelenk, aber wenn ich dann mal den Rebound nutze, für zum Beispiel Wirbel zu machen oder andere Sachen, dann ist das ein wirklich hervorragendes und großartiges Spielgefühl, was diese Sticks hier erzeugen. Und das Problem bei dieser Technik ist, mit dieser speziellen Technik, dass irgendwann bei den Fingern hier alles aufratschen kann und dass man da eventuell Blasen kriegen kann. Und deswegen ist das nur eine bedingte Sache, die man wirklich empfehlen kann. Und wenn man so ein Schlagzeuger ist wie ich, der von extrem leise bis sehr, sehr laut spielt, dann ist das auch nicht zu empfehlen. Also es ist wirklich nur für einen sehr, sehr schmalen Dynamikbereich nutzbar, diese Technik, weil die Kraft kommt aus den Fingern. Natürlich kann man das Ganze auch mit dem Handgelenk machen, aber ich spüre direkt, sobald ich das so anwende, dass ich hier bei den Knöcheln von den Fingern Schmerzen bekomme. Also werde ich diese Technik so nicht benutzen, sondern ich werde diese Sticks so benutzen, dass ich den Zeigefinger und den Daumen genau in die Kuhle reinlege. Ich zeige euch das mal. Also so sieht's aus. Die restlichen Finger sind hier in dem Bereich und da ist die Kuhle. Und ich lege den Zeigefinger in die Kuhle rein und den Daumen drücke ich darauf. Und dann entwickelt sich ein
großartiges, wunderbares Spielgefühl, mit dem man alle möglichen Musikstile von Jazz bis Rock bis Metal bis was weiß ich alles abdecken kann. Und möchte man mehr Druck und Dynamik haben, dann legt man die Hand einfach weiter zurück. Dann hat man einerseits noch mehr einen höheren Winkel, da sich der Radius jetzt erhöht, und gleichzeitig hat man auch mehr Power und Kraft im Spiel, wenn man es braucht. Also es ist ein wirklich sehr interessantes Phänomen, was entsteht, wenn man diese Sticks in Anführungsstrichen normal benutzt, aber dann halt eben diese Finger, den Zeigefinger und Daumen in die Kuhle hineinlegt und dann diese Sticks spielt, egal ob man sie dann locker spielt oder ob man sie festhält. Auf jeden Fall ist es so eine geniale Sache, aber diese Sticks so in den Fingern zu halten und so zu spielen, das bringt bei mir überhaupt nichts, weil ich dann direkt Schmerzen bekomme. Und ganz ehrlich, sowas muss ich nicht haben, aber diese Sticks werde ich trotzdem immer wieder benutzen, denn dieses geniale Phänomen zwischen Leichtigkeit und Power, je nachdem wie ich den Stock halte, ist einfach genial. So, und ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Anschauen, vielen Dank fürs Abonnieren, und ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann drückt bitte die Abo-Taste und klickt auch auf die Glocke, damit ihr in der Zukunft von mir nichts mehr verpasst. Jedenfalls bedanke ich mich schon mal und wir sehen uns dann morgen in einer neuen Folge von diesem Review, wo ich diese Sticks dann am Schlagzeug spiele, um euch zu demonstrieren, wie diese Sticks überhaupt am Schlagzeug klingen. Das Ganze wird sogar morgen zweifach unterteilt werden. Also das heißt, ich werde zuerst diese Sticks in einem Video an den Becken euch vorführen und dann in dem zweiten Video am Schlagzeug dann komplett vorführen. Und ja, so werde ich das dann morgen machen. Und dann am Dienstag gibt es dann die Zusammenfassung. Und ja, darauf dürft ihr gespannt sein. Also macht es gut. Ciao.